Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge. Endlich! Ja, es tut mir leid, dass jetzt in den letzten Wochen keine Zusi-Folge kam. Das lag einfach daran, dass mir halt die Zeit so ein bisschen... Aber mir hat es auch ein bisschen so an Lust gefehlt hier tatsächlich. Heute war dann so ein Tag gewesen, wo ich dann dachte, oh, heute mal wieder eine Runde Zusi. Deswegen ich dann dachte so, okay, komm, dann werden wir mal wieder eine schöne Folge Zusi aufnehmen. Ich weiß, der ein oder andere hat da vielleicht schon ein bisschen länger drauf gewartet. Das ist ja halt bei mir immer so ein bisschen so querbeet. Deswegen habe ich ja gar nicht so viele Projekte. Damit ich mir halt immer so ein bisschen so die Freiheit lassen kann, um zu sagen so, okay, heute kommt das, morgen kommt das und dann kommt das. Weil es gibt halt immer mal so diese Simulatoren, wo du dann halt wirklich mal eine Zeit lang mal wieder keine Lust hast, aber dann dafür nach 2-3 Wochen umso mehr halt. Ne? Und wie gesagt, jetzt hat es leider mal so ein bisschen Zusi getroffen. Vielleicht auch den Train-Simulator von Drifter Games oder Train-Sim World oder die ganzen Train-Simulatoren halt. War gerade so nicht die Phase, da waren mehr so Bus und Straßenbahn, U-Bahn und so. Aber heute, wie gesagt, heute mal wieder so ein bisschen schön unterwegs hier in Zusi, weswegen ich mir heute mal so einen kleinen Fahrplan ausgesucht habe. Das ist wirklich ein kleiner Fahrplan heute, die Folge wird nicht ganz so lang. Wir fahren das Ganze heute mit dem Flirt 4 und zwar auf der Strecke Kassel Hauptbahnhof Eschwege und fahren das Ganze von Kassel Hauptbahnhof und haben einen halt in Ihringshausen und dann geht es dann auch schon zum Ende hinüber. Also ganz so lang wird das Ganze heute hier nicht, ne? Und ja, damit würde ich sagen, damit wir jetzt nicht so viel Zeit verlieren hier, werden wir mal jetzt ein bisschen vorspulen und ab damit. Ich habe ein bisschen was in den Einstellungen verändert, denn ich wurde freundlicherweise mal darauf hingewiesen, mir nochmal die Einstellungen so anzugucken. Man kann wohl in Zusi das Ganze wohl noch visuell ein bisschen besser anpassen. Allerdings habe ich da jetzt nicht so groß jetzt was finden können, wo ich da hätte noch was so ein bisschen einschalten können, zwecks der Grafikoption. Und habe dann aber gefunden, dass man halt, wenn man die Zeit, also vorspringt, nicht vorspult, sondern vorspringt, kann man sich das halt auch so ein bisschen anzeigen lassen. Und das ist jetzt halt das Resultat, dass man jetzt so ein bisschen was sieht. Ne? Also wenn derjenige, der nochmal so ein bisschen was das geschrieben hatte, von wegen, dass man das visuell ein bisschen anpassen kann, wäre eine coole Sache, wenn du mal sagen könntest, wo. Denn das ist halt so ein bisschen versteckt wie bei OMSI, so die Einstellungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Ich habe euch das hier Ganze ja schon im Video gezeigt, wie das Ganze aussieht halt in den Optionen. Und ja, da ist es natürlich dann dementsprechend halt auch so ein bisschen verschachtelt, sage ich mal. Auch kam die, kam ein Kommentar von wegen, ja, die Strecke Köln-Düsseldorf existiert hier in der Hobbyversion nicht. Das ist, stimmt nicht ganz. Das natürlich ist sie mittlerweile jetzt auch für die Hobbyversion natürlich verfügbar. Also solltet ihr die Hobbyversion haben, ne, dann wisst ihr ja, lest beim Forum nach, wie das Ganze mit dem Update funktioniert. So, ich würde sagen, ab damit, los geht's. Mal wieder eine schöne Runde. Lotus sage ich schon. Zusi, meine Güte. Irgendwie alles gefühlt das Gleiche. So. Eigentlich hätte ich mich hier noch gar nicht freimachen dürfen. Ja, da vorne erwartet uns ja schon wieder ein schönes Signal. Ah, Gottes Willen, ich habe vergessen, den Dings anzuschalten. Naja, das werden wir gleich machen. So, SIFA bestätigen und hier müssen wir jetzt Zug 24034 bestätigen das Ganze und so, da habt ihr den elektrischen Fahrplan. Somit ist das Ganze dann auch wieder vorhanden. Ja, FIS habe ich heute weggelassen. Lohnt sich dafür nicht, die FIS einzustellen. Und ja, wie gesagt, das Ganze hier heute mit diesem Kollegen.
165,2 ist die Auflösung. Da dürfen wir denn 80 fahren. Ach ja, ist schon schön. Ist schon schön. Wenn das Ganze auch funktioniert. Das ist übrigens der Fahrplan von 2013. Wir sind ja sonst immer 2017 unterwegs. Oder waren immer auf 2017 unterwegs. Aber wir haben gesehen, dass wir 2013 die Möglichkeit haben, noch mit verschiedenen Zügen zu fahren. Weswegen wir jetzt in der nächsten Zeit jetzt ein bisschen öfter auf Kassel unterwegs sind. Weil, wie gesagt, da halt nochmal noch ein paar andere Züge drin sind, die ich mir gerne angucken möchte. Und so werden wir das zukünftig dann auch machen. Wir werden uns immer eine Strecke aussuchen und werden dann dementsprechend die verschiedensten Züge fahren, die die Karte praktisch bietet. Und dann haben wir das Ganze. Ich habe auch gesehen, aber leider irgendwie noch keine Strecke dazu gefunden. Ja, vielleicht kennt sich ja da Mr. Nobody aus oder sowas. Man weiß es ja nicht. 165,2. Ich bin da jetzt schon vorbei. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 163,4. Ja, das ist schon längst vorbei. Da können wir ja auch ein bisschen Speed geben. Ja, 163. Ja, ja, ja. Mit 64,1. Oh Gott, die dürfen sogar schon noch schneller. Wir sind sogar schon 130. Ja, habe ich gesehen, dass es sogar ein Straßenbahnmodell hier gibt, hier in Zusee. Aber wie gesagt, hat da noch keine Strecke gefunden. Also wer sich damit so ein bisschen auskennt, ja, lass doch mal einen Kommentar da. So Straßenbahn und Zusi muss ja auch großartig sein. So, dann kommt der 157. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier. 157,6, also wir können schon eigentlich bremsen.
So. Das würde ich mal sagen, ist doch gut gelaufen. Da kann man nicht meckern, dass das Ganze jetzt hier nicht funktioniert hat. So. Und dann lassen wir es einsteigen. Ja, wie gesagt, es gibt wohl die Möglichkeit, dass man durch, dass man in manchen Zügen sogar durchgucken kann, durch die Fensterscheiben und alles sowas. Aber wo ich diese Einstellung finden soll, ich habe da keine Ahnung. Das ist ein bisschen tricky. Ich glaube, ich habe noch so unglaublich viele Funktionen in Zusi nicht gefunden. Ja, das ist so, teilweise entdecke ich heute immer noch Neues in OMSI. Und so wird das wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft mit Zusi sein. Aber nicht ohne Grund ist das, zählt das jetzt mittlerweile zu meinen Top-Simulationen hier, die ich hier habe. Also wie gesagt, neben OMSI, OMSI kommt nichts ran. Ja. Auch wenn OMSI wirklich weniger gut läuft, kommt einfach gar nichts an OMSI ran. Also da kannst du mir sagen, was du willst, ja. Also. Und Zusi, ja, muss man sagen, betritt den gleichen Weg. Ja. Es sieht zwar halt optisch halt, naja, eigentlich nach nichts aus. Aber es macht halt mega, mega Spaß, damit hier zu fahren und halt die ganzen Geheimnisse zu entdecken hier in Zusi. Das ist schon eine ziemlich klasse Sache. Ich habe doch die Türen geöffnet, oder? Ja, die Türen sind offen. Wann ist denn Abfahrt? Um 14 ist Abfahrt. Aha. So, schließen wir die Türen. Es gibt wohl eine Mod, wo man, die man sich zusätzlich runterladen kann. Da wird so ein bisschen, da kannst du diese Türsteuerung dir anzeigen lassen. Also so siehst du halt teilweise immer nicht, ob das jetzt die richtige Steuerung ist oder nicht. Das kannst du dir halt aber durch diese kleine Extra-Mod dir anzeigen lassen. So, wir haben zwar immer noch Blinke. Dazu sagen, dass ich hier noch kein wirkliches Signal gesehen habe, um mich freizukaufen, aber da ist es. Und jetzt nähern wir uns schon dem Ende wieder entgegen. Das war eine kurze Fahrt hier in Zusi. Muss auch mal sein, muss auch mal sein. Und Leute, ja, es gibt halt wirklich, ich habe letztens einen Umlauf gesehen, der fast 8 Stunden ging oder sowas. Also ich glaube, wenn ich mich nicht verguckt habe, lief das wirklich 8 Stunden. Also das, ohne Shit, also das wäre wahrscheinlich so ein Content, den man halt in einem Livestream, einfach so 8 Stunden Livestream und dann passt das Ganze. Ja, das stimmt, 111 war ich hier, ne? Also, muss man das Ganze jetzt wieder bestätigen. War ja 90 eigentlich, von daher alles gut, können wir eigentlich noch fahren. Bei 154,7 ist zu Ende. Und da kommt schon das Vorsignal mit Rot. Fies wäre es jetzt, wenn es direkt hinter der Kurve steht. Das ist es nicht, oder? Das ist glaube ich auch nur ein Vorsignal. Da vorne kommt's. Da vorne kommt's. Da ist unsere Endhaltestelle für die heutige Folge. Zusi! Au! Was war denn jetzt los? Wir haben eine Auswertung bekommen. Verpasste Planhalter haben wir einen. Aha. Wir haben 90% Abzug, V-Max-Überschreitung. Wir haben keine Zwangsbremsung. Wir haben keine Türfreigabe vergessen. Deswegen wundert mich, wo wir den verpassten Planhalter haben.
Wir haben doch Iringhausen oder Iringshausen. In Kassel. Kassel Hauptbahnhof. Da musste ich doch auch die Türen schließen. Also eigentlich war da die Türen offen gewesen. Abzweigung V Niederfellmar HP. Das ist doch kein Bahnhof gewesen, das ist eine Abzweigung. Ah, ich kann leider nicht mehr weitersehen. Achso, dann kommt ja Iringshausen. Und dann kam schon SBK 136. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier einen verpassten Plan halt. Hier Plan halt vergessen. Hätte ich da anhalten müssen? Nee, oder? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ich hätte da jetzt nicht anhalten müssen, oder? Naja, was soll's, was soll's. Was soll's, würde ich sagen. Das war, wie gesagt, mal wieder eine Folge zu Sie. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Denn wenn ja, dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Party wiedersehen. Und ich jetzt kommen wieder, jetzt in der nächsten Zeit wieder ein paar mehr zu Sie-Videos wieder. Also, ihr könnt euch schon drauf freuen, auf jeden Fall. Dafür wird dann wahrscheinlich ein bisschen Lotus jetzt wieder so ein bisschen zurückweichen müssen, um mal zu schauen, dass wir denn da mal irgendwie was hinbekommen. Sie bin ich jetzt auch gerade an ein paar Strecken wieder vorbereiten, dass wir uns die mal angucken können. Also, ihr seht, eigentlich rund um die Uhr nur zu tun. Und dann habe ich natürlich eine neue Umfrage gestartet. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mal mit abstimmen, welches unser zukünftiges nächstes Projekt eventuell hier auf ÖPNV-Simulation sein soll. So als kleiner Lückenfüller, Pausenfüller. Denn wie gesagt, stimmt da mal mit ab. Aber jetzt, man sieht schon, jetzt, es gibt schon eine gewisse ja, Spielerzahl, die ein bestimmtes Spiel sehen wollen. Von daher, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Bock habt, dann ja, schaut vorbei. Bei der Abstimmung, die findet ihr übrigens bei uns auf dem Kanal unter dem Punkt Community. Und damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!